einer kann gewinnen. Die sieben anderen werden scheitern. Mein Name ist Antonio Bieler. Ich bin wohnhaft in Frankfurt und trainiere auch dort im MMA Spirit. MMA gibt mir eine Menge Struktur. Das bedeutet, mein Tagesablauf ist strukturiert und auch die Disziplin, die ich auf der Matte habe, überträgt sich natürlich auch auf die anderen Bereiche in meinem Leben. Das bedeutet, meine Arbeit, meine Beziehung, meine Freundschaften, das ist alles mit einem strikten Zeitplan verbunden. Mein Name ist Ali Nasir. Ich komme vom MMA Spirit aus Frankfurt. Ich bin Selim Topuz, auch unter dem Namen Selim Lee bekannt. Also Kameras so, dass ich den ganzen Tag verfolgt werde, das noch nicht, ehrlich gesagt, das habe ich noch nicht gehabt. Aber natürlich schon ein paar Fotoshootings, weil ich bin ja ein gut aussehender Mann, da muss man ein paar Fotos machen. Vielleicht lande ich ja danach in Hollywood, man kann es ja nicht wissen. Also muss ich mich sowieso dran gewöhnen. Ich bin Hassan Shaban, ich komme aus dem Libanon. Ich gebe mein Bestes, ich gebe alles und ich werde auf jeden Fall nicht ganz einfach aufgeben im Käfig. Ich tue das auch nicht nur für mich, ich tue das auch für meine Familie. Mein Name ist André Breschuri. Ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus Rosenheim im Süden Bayerns und ich repräsentiere auch meine Fight-Team, Martial Arts Academy Rosenheim. Das ist eine riesige Chance einfach. Ich fühle mich auch wie so eine Art Pionier des Sports jetzt hier in Deutschland, das einfach groß machen zu können. Mein Name ist Jamie Cordero, ich komme aus dem schönen Bremen. Ich bin 30 Jahre alt und trainiere im Elevate Gym Bremen. Ich bin Yusuf Yarade, 18 Jahre alt. Ich komme aus Pforzheim und trainiere jetzt seit kurzem im Bulldogs Gym in Karlsruhe. Ich bin Simeon Capuja, komme aus Köln, Deutschland und trainiere bei der Sportakademie Prang. Mit so einem Format wie Octagon Challenge, einer TV-Show, die ausgestrahlt wird, bringt es den MMA-Sport weltweit den Sport auch noch näher. Also, herzlich willkommen erstmal an alle Kämpfer. Schön, dass ihr da seid und wir hoffen, ihr hattet eine gute Anreise. Für euch geht es um den Finaleinzug am 4.6. bei Octagon 33. Wenn die Veranstaltung in die Festhalle nach Frankfurt kommt, ihr werdet vor knapp 10.000 Leuten kämpfen. Um den Finalsieg, um 10.000 Euro und um den Titel des ersten Octagon Challenge Champions in Deutschland. Ja, der erste Eindruck von den Kämpfern war ziemlich unterschiedlich, muss ich ehrlich gesagt sagen. Man merkt aber bei allen, dass sie sehr motiviert sind. Die haben wirklich Bock, hier jetzt loszulegen. Es ist schon geil, so das Funkeln in ihren Augen jetzt zu sehen. Jetzt da, wo sie ihre eigenen Gesichter da auf den Plakaten sehen und jetzt wissen, dass sie jetzt daran teilnehmen dürfen. An der ersten Show, MMA-Show vor allem auch, in diesem Format im deutschen Fernsehen. Und nicht nur, dass sie daran teilnehmen, sondern dass sie auch die Möglichkeit haben, der erste Champion dort zu sein. Es geht um 10.000 Euro und es geht um einen Gürtel. Die Teams werden verschiedenen Challenges unterzogen, in der sie raus aus ihrer Komfortzone genommen werden und sich auch in anderen Bereichen beweisen müssen, mit denen sie sonst überhaupt keine Berührungspunkte haben. Die Trainer entscheiden jetzt, wer den ersten Kampf machen wird. Sie werden die Paarung zusammensetzen und dann wird gekämpft. Ich rufe in die blaue Ecke. Er repräsentiert Österreich. Selim Litopus! Herzliches Willkommen, Simeon Mufasa Capuja! Okay.